So, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tony Hawk's Pro Skater 3. Ich darf wieder auf meinem kleinen Kasten spielen, auf meinem kleinen grauen Kasten. Mein Onkel hat mir gestern meine PlayStation 1 wieder mit, was heißt mitgebracht, also wieder zurückgebracht. Er hat sie bestimmt schon seit, ich weiß nicht, 2,5 Jahren oder so. Ist bei dem zu Hause ein bisschen eingestaubt, weil wir ihm die mal ausgeliehen hatten. Seitdem da keiner mehr nachgefragt hat, weil ich sonst halt immer auf der PlayStation 2, warum geht jetzt die Demo an, PlayStation 2 gezockt habe. Aber jetzt kommt endlich wieder dieses Feeling, der Geräusch, wenn der Laser rumdüst. Supi. Ich hoffe mal, die Aufnahme wird supi, hoffe ich. Aber das wird schon, auf jeden Fall. Was mir nur so ein bisschen Angst macht, ist, dass der Laser recht laut ist. Ich weiß nicht, ob er früher schon so war oder ob mir das jetzt nur so vorkommt. Aber der kratzt so ein bisschen so. Ich hoffe mal nicht an der CD. Naja, wir machen mal weiter hier. Karriere fortsetzen. Achso, diesmal nehme ich auch nicht beim Dennis auf. Ich bin zu Hause und wollte vielleicht heute das Spiel abschließen. Wir haben als Spaß so gesagt, so, ja, kommen wir nehmen bis 7 Uhr auf. Wir haben jetzt einen kleinen Moment. Genau, 15 Uhr, genau, 15 Uhr 7, nein, 15 Uhr 10. Da habe ich schon was vor mir. Also ich glaube nicht, dass ich 4 Stunden noch hier an dem Spiel hängen werde. Naja, wir machen weiter mit Bam. Uns fehlen nur noch 10 von... Also wir haben 40 Ziele, uns fehlen noch 10, bis wir 50 Ziele haben. Und dann haben wir noch dieses, das Bonuslevel, aber da gibt es, glaube ich, gar keine Ziele. Das ist supi. Das werde ich euch ja nochmal kurz zeigen. So ein paar kleine Ecken. Ich kann heute nicht reden. Und ich habe mich auch ziemlich voll gefressen. Ach so. Genau. Wir waren ja letztes Mal in Skater Island und ich habe diesen ominösen Statistikpunkt gesucht. Und schaut mal her. Wir hatten schon alle. Nur das wird in diesen, Medaillensachen wird es nicht angezeigt. Also, dass man da jetzt alle Sachen hat, das ist total dämlich. Können wir jetzt schon mal mit Kanada weitermachen? Mein Lieblingslevel. Nicht! So, 50.000 Highscore, das geht ja. Profiscore 125.000. Hammerscore 250.000. Hammertime! Nein. Skate sammeln wie in jedem Level. Die Totenpfähle, das sind die, dieser komische Pixel-Dingenskirchen da vorne rechts im Bild. So sehen die Totenpfähle aus, sind ungefähr 5 Meter hoch, denke ich mal. Sieht man recht gut. Reiß den Baum raus, das ist auch ganz easy eigentlich. Den Nosegrind über den Baum, ich glaube, den habe ich noch nie geschafft. Ich weiß nicht, ob das Spiel eine Macke hat oder ich einfach zu doof dafür bin. Aber es ist ja einfach nur nach oben und Dreieck. Dann den Olli über den Pool, braucht man nur ziemlich viel Speed. Das versteckte Tape. Ja, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Und der Rest, ja, Statistikpunkte. Oh, das Deck weiß ich nicht, wo das ist. Doch. Fangen wir mal mit Karte an. Das S haben wir schon. Kleinen Moment, ich muss mal bei mir ein bisschen lauter machen. Weil ohne Ton spielen ist auch nicht so der Burner. So. Irgendwie, es sieht... Ich werde gerade angerufen. Kleinen Moment. Ich glaube, der Dennis ist irgendwie... Also er hat mich angerufen. Und... ja, ist, glaube ich, noch am Arbeiten und ist irgendwie auf Anrufen auf mich gekommen und... Ja... Ist ja jetzt auch egal, Entschuldigung für die Unterbrechung und wir machen einfach mal weiter. Es kann sein, dass er gleich nochmal anruft, weil ich habe versucht, ihn zurückzurufen. Aber dann gehe ich einfach nicht dran, weil ich beschäftigt bin. Und das weiß der. Sk. Wo ist das? Das A ist, glaube ich, ganz am Ende vom... Hallo, andere Richtung. Den Olli über den... Ja, das war der Olli.
Nein, aber da an dieser Stelle müssen wir den machen. Ich habe echt, früher habe ich da stundenlang dran gesucht, an dieser einen Scheißecke. Aber die Musik spackt ein bisschen. Das gefällt mir jetzt aber nicht so. Und ich werde schon wieder angerufen. ja, ich hoffe mal, euch wird das hier mit der Musik nicht so stören. Aber es liegt, glaube ich, an der CD, nicht an der PlayStation. Weil ich. Die war. Also, die ist recht zerkratzt. Wundert mich überhaupt, dass die überhaupt noch läuft. Und. Wo ist denn jetzt. Da, da ist das T. Ne, da fehlt ja noch das E. Nee, okay, wir haben alles. Ja, die ist recht zerkratzt. Ich wollte die eben sauber machen. Hab dann allerdings so ein. Ja, wir haben so. Ich sag mal professionelles Gezeug. Also, es ist irgendwie so ein Zeug, um CDs sauber zu machen. Mit so irgendeinem komischen Tüchlein. Und das Tüchlein, das lag hier ein bisschen rum und hat ein bisschen Staub angefangen anzuziehen. Warum speichere ich jetzt? Egal. Ja, dann wollte ich die sauber machen und dann auf die CD drauf und alles voll mit Staub. Also mit Fusseln und so. Aber, naja, das wird schon. Die Totempfehle machen wir jetzt mal. Da ist einer. Hallo, ich will dich haben. Ich finde, das Spiel läuft irgendwie ein bisschen flüssiger hier auf der PlayStation 1. Also ich mein's nur. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber es kommt mir so vor. Okay, da hinten ist noch einer. So. Ah, da ist auch noch einer. Da ist noch einer und dann ist noch vorne irgendwo einer. Hier so irgendwo. Da. So, dann machen wir jetzt noch den Olli über den Pool. Nee, so nicht. Wo ist er überhaupt? Da vorne, okay. Musik speckt. Ja, die Musik spackt echt ein bisschen heftig. Ich glaube, ich mache die gleich mal aus und mache dann irgendwas anderes rein. Warte, warum kann der kein Bound Olli oder sowas? Kann er den? Kann nur Comply, ne? Nur Comply. Ach, fick dich doch. Doch, ein Boneless kann er. Aber Boned Olli kann er nicht. Wow, wir machen eine Combo. Okay, 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 okay. Ja. Wir machen jetzt den Baum kaputt und dann den Nose Grind, denke ich mal. Um zu diesem Baumteil zu kommen, müssen wir einmal drehen. Und hier hinten wieder die Rampe hoch. Und dann ist da so ein Sprengding, genau hier. Und das reißt den Baum raus. Obwohl wir mal gerade hier oben sind. Ja, 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 bleib doch da drauf. Wenn man da hochfährt, da ist auch das versteckte Tape. Das verdeckte Steck. Ja, das versteckte Deck ist irgendwo am Anfang auf einem Haus drauf.
Okay, nach dem Lied mache ich mal die Musik aus, beziehungsweise wenn... Und kann ich das denn nicht? Oder müssen wir von hier unten? Ich weiß es nicht. Okay. Scheiße. Oder müssen wir nur hier? Nee. Oder nur hier? Also ich denke echt, dass es an dem Spiel liegt. Okay. Okay, das war ein Wallride. Ich weiß nicht, ob wir so den kompletten Baum machen müssen, oder... Ich hab keine Ahnung, tut mir leid. Nee, wir speichern nicht. Und... Komm. Lautstärke, Musik... Machen wir ganz aus, dann tue ich dann ein Lied einfügen. Weil das nervt doch ein bisschen nach der Zeit. Okay, jetzt hört man auch mal hier die Umgebungsgeräusche. Wie im Wald, ey. Wie im Wald. Ich hätte den Scheißbaum fast auf den Kopf gekriegt. Nein! Ich will jetzt wissen, wie das geht. Oh. Ein bisschen vorbeigesprungen. Ich will kein Wallride machen. Ein bisschen Speed holen. Es ist echt assi, dass sie hier hinten so dumm hingefallen ist, ey. Da, wo man nicht sieht. Bisschen Speed. Bisschen Kissen. Das sieht doch gut aus hier. Oh, das geht mir ja gerade mal voll auf die Eier. Mein Vater war das. Der hat eigentlich einen Schlüssel. Ich weiß nicht, warum der klingelt. Gut, wir machen weiter. Okay, das wird nicht gewertet. Okay, jetzt fangen die Hintergrundgeräusche auch noch an zu spacken. Nein, das wäre so gut gewesen. Ja, machen wir direkt einen neuen Versuch. Drehen. Poff. Gucken, ob das so funktioniert. Hoppa! Okay. Nein. Warum sollte ich auch irgendwie einen Grind an einem Baum machen? Das hat keinen Sinn. Hallo, hallo. Ja.